Abseits. Jetzt haben die kein Abseits, so blödes Ab. Es geht wieder los. Wie schön. Endlich ist die WM vorbei. Endlich Arminia. Ne? Und was wünscht man sich mehr als nach dieser darbenden Sommerpause, wo man sitzt und es einem lechzt nach Fußball, der ehrlich ist, der als da so ein Auftaktspiel in Heidenheim. Du kannst in meiner Aufstellung zumindest sehen, also Shiplock hat es nicht in die Startelf geschafft am ersten Tag. Oh. Also für mich denke ich, wird Herr Christiansen anfangen und den Kerschbaumer ersetzen. Ich glaube auch, dass Brunner hinten rechts ganz gute Chancen hat. Und ich habe jetzt auch einfach Seufert, obwohl er da überhaupt nicht hingehört, auf rechts außen gestellt. Ich habe natürlich auch Keanu Staude in der Startelf. Ja, auch der. Zum Saisonbeginn kann er. Und jetzt, wo er nicht mehr der peinlichste Fußballer, was Kommunikation angeht, seitdem es diese Geschichte aus Osnabrück gab. Was sagt er? Dich, Osnabrück? Ja, ja. Also das, was man zumindest nicht zu seinem Arbeitgeber normalerweise öffentlich sagen sollte. Ach, aber was wir auch immer erwarten. Und Staude jetzt aber. Zack, 1-0. Geht doch einfach aus dem Weg, und dann ist mir scheißegal, was der Junge macht. Vergessen das hier. Interessiert mich nicht mehr. 1-0, Bumsfallerer. Vogelsam. Ah, Mensch, da musst du ihm das Gesicht wegtreten. Auf Höhe der Grasnarbe. Ja. Also ich glaube auch, dass es wieder eine gute Rolle wird, dieses Spiel. Aber nicht so, weil 48 Punkte haben halt auch noch nie für einen vierten Platz gereicht in der zweiten Liga. Das stimmt. Vor Arminia. Ja, die machen hinten einen guten Job. Alter, der hat jetzt nochmal aufgepumpt. Ja, den übersiehst du nicht mehr. Ja, der trainiert wahrscheinlich hier mit Vogelsammer. Aber der Moreno ist halt auch kein schlechter, ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Der hat übrigens mit 12 abgewehrten Bällen aus dem 5-Meter- oder im 5-Meter-Raum die meisten in dieser Kategorie. So einer, bist du da so Statistik. Abseits. Jetzt haben wir kein Abseits, so blödes Abgekocht dann eben. Ja, das stimmt leider. Oh, stell dich doch mal davor. Zack, Mann, mach's doch auch. Was, Schiri? Junge. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich dann doch da wieder der krausische. Elite-Konter. Oh nein. Jawoll, so macht man es doch. 92. Ist hier locker aus dem Fußgelenk rüber gelupft. Der ist jetzt angekommen in der Saison. Mindestens 20 Tore. Hat sich denn jetzt. Trifft er im ersten Spiel, lege ich mich heute fest, mindestens 20 Tore. Staude trifft, Klos trifft, 2-0 Auswärtsauftakt. Was willst du mehr, ne? Ja, ich habe weiterhin keine Ahnung von Fußball. Stimmt. Auch das können wir festhalten. Richtig. Manche Dinge ändern sich nie. Wo guckt ihr das Auftaktspiel? Sagt uns Bescheid und die Tipps auch gerne unten in die Kommentare. Wer richtig tippt, kann vielleicht auch mal wieder dabei sein. Ja. Ne? Wir brauchen euch ja. Oder bekommen ein alkoholfreies Kölsch auf Haus. Oder beides. Richtig. Ist ein Deal. Alles klar. Los geht's. Bis dahin. Ciao. Ciao.